Ich begrüße dich zurück bei Potioncraft und ja, ich musste mich entscheiden, Patron oder Potioncraft. Patron möchte ich eigentlich die Tage jetzt machen. Ich muss mal gucken, wie ich das schaffe. Jetzt am Samstag ist erstmal Friendly Fire. Das werde ich auf jeden Fall gucken. Und ja, Patron hat eh schon Aussetzer und ich möchte es eigentlich gern, dadurch, dass wir halt noch Saison haben, kann ich halt nicht sicherstellen, dass es jetzt mal am Stück kommt und dann setze ich sie lieber noch 2 Wochen aus und dann geht es los. Ich stelle mal die Uhr hier rüber, dann sehe ich die auch. Ja, ich habe mir einen schönen Lümmelpulli angezogen, Lümmelhose und würde einfach mal sagen, los geht's. Bevor es aber richtig losgeht, ich hatte natürlich die ersten 10 Folgen geschnitten und ich hatte ja auch das Codex Cantionis und ich blätter da drin sehr lange rum. Ich habe es jetzt nicht rausgeschnitten, aber ich verzichte einfach mal jetzt da drauf und denke, dass dadurch für dich als Zuschauer das angenehmer zu gucken ist. Also, es wird geerntet und wir haben ein bisschen Feuerglöckchen, ich nenne es immer noch Kelch. Ja, Feuerglöckchen haben wir nur 14. Stimmt, die berauschende Wirkung der Steine habe ich festgestellt. Ein paar Tränke haben wir auf Lager. Was hat der hier? Heilung, Vergiftung, Licht. Eine spannende Kombination, würde ich sagen, ne? Gut, schauen wir mal, was die Kunden wollen. Ungeziefer hat mein Haus befallen. Ich möchte dort eine Giftwolke versprühen und für einen Monat verschwinden. Ich setze mich noch mal kurz von der Lehne weg, sonst knatscht das immer so. Hier ist ein bisschen Gift mit drin. Nein, okay. Gift, ja, okay. Na, da nehmen wir aber doch noch mal ein bisschen, damit wir uns auch ein paar mehr Seiten leisten können. Jetzt muss ich nochmal... Naja, gut. Ich muss unbemerkt in einen Raum einbrechen. Ich habe kein Problem damit, verstohlen zu sein, aber das Schloss an der Tür ist wirklich hartnäckig und ich kann es nicht sprengen. Zu laut. Hast du eine Idee? Säure hätte was... Schutzzauber. Ich meine, unsere Reputation, was juckt mich gerade noch ein bisschen, ist bei 100. War das hier die Säure? Ja. Supra Alpha Amylasa. Bitte, 253. Da zahlst du aber noch ein bisschen drauf. Naja, zumindest ein bisschen. Ich bin erfahrener Alchemist. Ach hier. Oh, wir müssen Beliebtheitsstufe 8 erreichen. Plus 30% auf den Preis der Tränke. Händler haben 50% mehr Zutaten. Chance auf Preisnachlässe. Strafe, wenn ein Kunde abgelehnt wird oder geht. Minus 3. Ich brauche einen Trank, der dafür sorgt, dass mein Flein vom Bitz getroffen wird. Das kriegen wir wohl hin. Culminatus Kugelblitz. So, vielleicht schaffe ich es jetzt hier zu feilschen. Ich glaube, ich sollte das Feilschen heute lassen. Ja, ist nicht mein Tag. Ich muss unbemerkt in eine Höhle eindringen. Hast du einen Trank dafür? Na sicher. Und zwar hätte ich für dich Ignorantia, ungesehen wird unauffällig bei dir stehen. Oh, kann ich gar nicht brauen. Woran fehlt es?
zweimal, davon habe ich nur einen. Wo war das denn? Da war Fliegen. Hallo? Unsichtbarkeit? Bin ich jetzt ein bisschen... Ach, da. Okay. Da oben. Was waren da noch so drin? Ein Hexenpilz fehlt. Das kriegen wir doch bestimmt anders hin, richtig? Hallo, könnt ihr die Karte? Das kann ja heute was werden mit mir. Entschuldigung. Fangen wir doch mal mit einer Windblüte an. Schlingpflanze. Oh, was habe ich hier gerade gesehen? Was war denn das? Der hier doch gerade. Nehmen wir erstmal die hier. So. Hoppala, noch ein bisschen. Bin anscheinend ein bisschen müde von der Arbeit. Einmal rumgewirbelt. Oh, das war nicht sehr produktiv. Gut, gut. Noch ein bisschen, ja. So, und jetzt kann die hier hin. Ja. Ja. Ich bin gerade noch ein bisschen ungesprächig. Mist. Sag nicht, dass ich es jetzt vermasselt habe. Das ist ja jetzt ein bisschen doof, ne? Ich komme da auch nicht wieder weg. Gut, weil ich schon so viel investiert habe. Hoppala. Mal gucken, jetzt sollte es doch... Jetzt bin ich an der gleichen Stelle wieder, ne? Ich bin ein bisschen doof heute. Jetzt aber. So, nochmal gemörsert. So, ich würde ja sagen, Arbeit war heute zu anstrengend. Aber dem war nicht ganz so. Also wir haben halt ja eigentlich fast Jahresende.
Klar geht noch ein bisschen mehr Richtung Jahresende, aber da überprüfe ich halt immer alle technischen Geräte auf Arbeitssicherheit. Damit habe ich jetzt angefangen und repariere die dann auch gleich. Musste nicht Hubwagen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine kleine hebbare Plattform. Da fehlten zwei Schrauben, zwei, drei waren locker. Morgen mache ich dann viel Elektrogeräte. Trank fertigstellen. Ja, da geht es dann mit dem Messgerät ran und die elektrische Betriebssicherheit praktisch angeschaut. Aber ich glaube, ich bin allgemein gerade, dass dadurch, dass wir im Verein auch Hauptsaison haben, das Wochenende übergearbeitet, ehrenamtlich in der Woche Vollzeit gearbeitet. Ich glaube, das merkt man so langsam in leichter Unkonzentriertheit. Verkaufen. Oh, neue Pilze. Na, immer doch. Nix Günstiges dabei. Brauner Pilz, Hexenpilz. Alles nicht dabei. Wie viele braune Pilze habe ich? Ein. Dann nehmen wir da mal ein paar von. Was? Seltsamling? Was ist deine Beschreibung? Sieht wie ein wirklich seltsamer Pilz aus, wenn es überhaupt ein Pilz ist. 4 Stück hätte ich davon. Ja. Schattenpfifferling. Habe ich 7? Okay. Das wäre es erstmal, mein Bester. Oh. Konzentration. Das ist heute nicht mein Tag dafür. Gut, gut. Mal schauen. Was haben wir hier? Unsere gesamte Ernte wurde durch ein Feuer zerstört. Wenn wir unsere Felder nicht wieder instand setzen, steht uns eine Hungersnot bevor. Okay. Schnelles Wachstum würde ich dir anbieten. Verkaufe ich direkt. Feilschen klappt heute nicht. Ich habe seit einer Woche Schlaflosigkeit und intensive Angstzustände. Ich kann mich nicht eine Minute entspannen. Vielleicht kannst du mir helfen. Na sicher. Ich habe leider noch nichts so richtig zur Entspannung, ne? Kann ich hier eigentlich... Nee, mit dem... Schade, ich dachte, ich könnte irgendwie mit der Tastatur hier durchscrollen. Reiche Ernte da drin wäre natürlich noch super gewesen. Nee, gibt nur einen Schlaftrank. Okay. Bitte sehr. Ist verkauft. Ich habe eine Art Ausschlag auf meinem Arm. Hast du vielleicht eine Heilsalbe? Ja. Niemand will die. Vielleicht kann ich die ja verkaufen. So, 2x Purisanis. Verkaufen. Ich habe seit einer Woche Schlaflosigkeit. Ich glaube, ich habe langsam Schlaflosigkeit. Wie warst du doch schon mal hier? Konzentration hier. Nach diesem Rezept braun. Ja, es fehlt mir an Zutaten. Ich würde eigentlich gern wieder in die Forschung gehen. Aber es fehlt mir so ein paar erweiterten Zutaten. Ich würde sagen, wir spielen einfach noch einen Tag. Dann war das wieder ein Geldmachertag und hoffentlich Zutatensammeltag. Hier brauchten wir ja erstmal eine Menge Tränke.
Da werde ich mich wahrscheinlich gar nicht in der heutigen Aufnahme drum kümmern. Ich würde es gerne anfangen, aber ich glaube, das wird nichts. So, Banane, wie ich gerade bin. Wie heißt das hier? Bananenfrucht? Haarige Banane. Achso, ja. Kein Hexenpilz dabei. Verdammt. Hallo, Klipper. Ach nee, wie war das nochmal? Hallo, Kollege. Nein, so war es nicht. Das macht aber nichts. Wie läuft es bei dir? Gut, danke. Zeig mal her, was du hast. Teure Rezepte. 2 Seiten nehme ich mal mit. So, das schaffe ich jetzt aber. Konzentration. Ja, so geht das. Mal einen Schluck Tee zwischendurch. Ist das eine neue Krankheit im Dorf? Hatte ich davon gleich 2 gemacht? Nein. Ja, noch mehr sollten wir nicht haben. Ich kann keine Schlaftränke mehr brauen. Zumindest nicht aus dem Rezept. Ich habe eine Art Ausschlag auf meinem Arm. Hast du vielleicht eine Heilsalbe? Ja, die habe ich. Okay, das scheinen gerade sehr gedoppelte Dialoge zu sein. Unsere gesamte Ernte wurde durch ein Feuer zerstört. Wenn wir unsere Felder nicht wieder instand setzen, steht uns eine Hungersnot bevor. Vielleicht ist das täglich grüßt das Murmeltier. Bitte sehr. Hallo. Moment, da kam eine Nachricht. Okay. Einmal kurz, eigentlich möchte ich ja keine Nachrichten gucken, aber, also nicht Nachrichten im Sinne von News, sondern Kurznachrichten. Aber meine Frau ist gerade krank und liegt drüben mit Fieber auf dem Sofa. Und ich habe ihr natürlich gesagt, wenn was ist, soll sie mir schreiben. Also wenn es nicht dringend ist, soll sie schreiben. Wenn es dringend ist, soll sie anrufen. Und da sie mir geschrieben hat, gehe ich gleich mal rüber in der Aufnahmepause. So, hallo, ich habe ein paar frische Kräuter und Blumen für dich gesammelt. Möchtest du einen Blick darauf werfen? Eieiei, die hat heute aber die falschen Kräuter gegessen. Klobige Rübe. Man sagt, dass diese spezielle Rübenart zur Herstellung eines besonderen Zuckers verwendet wird. Probieren wir mal aus, ne? Lavawurz ist auch nie verkehrt, da nehme ich alles. Wie viel habe ich von den anderen Zutaten? 21, 60, okay, feilschen. Noch eine zweite Runde, ja, langsam läuft's, ich werde langsam warm. Danke sehr. Unsere Apfelbäume wollen einfach keine Früchte tragen. Vielleicht können wir sie mit etwas Besonderem begießen. Na Logo, habe ich die reiche Ernte hier schon gespeichert? Nein, was ist das? Wo ich da lande, weiß man auch nicht mehr, ne? Vorbereitung 1. Ach, das war mit Frostsaphir, okay. Da ist eine leere Seite, da ist eine leere Seite. Reiche Ernte. Die war dort. Ich schau mal, wie ich den Anfang mache. Grabtrümmer.
Trüffel. Wo ist denn jetzt hier, ne? Ne, ich möchte erstmal runter. Und dann geht es ein bisschen nach rechts. Ich denke, das kann man schon mal da reinwerfen. Ich glaube, wenn ich davon jetzt noch eine mache und jetzt eine. Wo war denn? Wo ist denn die klobige Rübe? Da. Aber ein Tick zu weit. Das wäre ein super Ansatzpunkt gewesen. Schade aber auch. So, erstmal rühren. Gut, jetzt geht es einfach mit der weiter. Jetzt möchte ich die nicht, weil damit bin ich ein bisschen zu hoch. Dann kriege ich keinen Dreiertrank hin oder keinen starken Trank. Dann wird es wohl. Wen hatte ich hier gerade? Die Schlingpflanze. Ja. Die kommt da rein. So, jetzt konzentrieren wir uns ganz doll. Du auch. Sonst vermassel ich es. Huch! Kleiner Wackelkontakt im Stecker. Warte mal kurz. Das Düdüdüm hast du wahrscheinlich auch gehört. Geht gleich weiter. Einen Moment. Ich würde sagen, ich sollte mir bei Gelegenheit mal ein neues Headset holen. So. Ich sehe leider gerade den. Da ist der Strich. So sollte es perfekt. Ich zieh mal kurz mein Headset raus. Auch überhaupt nicht nervig, das Düdüdüm. So. Trank brauen. Ich bin müde. Und mein Headset nervt mich. Ja, danke, das weiß ich auch. Wundervoll. Ich stecke das einfach mal nach oben fest. Vielleicht hilft das ja was. So. Ernte. Akkus. Maximus.
Ein voller Bauch für eine volle Ernte. Ach, das ist die untere. Wie heißt das? Ehre? Nee, ich glaube nicht. Das gefällt mir besser. Okay. Etikett. Ja. Rezept speichern. Das kommt hierzu. Trank fertigstellen. Und los geht's. Für diese Arbeit brauche ich jetzt aber auch ein paar extra Münzen. Also keine einzige. Danke. Ich komme gerade von einem harten Feldzug zurück. Ich möchte mich entspannen. Ich glaube, damit kann ich dir noch nicht dienen, mein Bester. Nee, tut mir leid, da habe ich leider nichts. Ein Schlaftrank wird sicherlich nicht das sein, was er sich so vorstellt. Kann ich derzeit auch gar nicht brauen, weil mir der Sumpferig fehlt. Nein, heute nicht für dich. Ich muss an einem Monster vorbei. Ich kann es nicht umgehen, nur irgendwie darüber steigen. Aber ich kann ja nicht fliegen. Und wenn ich ihm zu nahe komme, wird es mich sehen und verschlingen. Du möchtest nicht deinem Mann entfliehen, oder? Habe ich den Fliegentrank nicht gespeichert? Schade. Dort drin ist Fliegen. Oh Mist. Ich muss ehrlich sein, ich glaube, heute ist echt kein guter Tag für eine Aufnahme. Ich bin ein bisschen unmotiviert, da jetzt hinzugehen. Und Unsichtbarkeit habe ich auch nicht mehr. Nein, tut mir leid. Ich muss schnell und sicher einen Berg herabsteigen. Sicherlich fällt dir etwas ein. Was? Du könntest dich einfach heilen. Entschuldigung. Ja, was anderes habe ich leider nicht. Nein, dachte ich mir. Tut mir leid, nein. Das war heute kein guter Verkaufstag. Aber gut, wir sind bei 29 Minuten. Und ich würde sagen, damit endet die Folge. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Und ich hoffe, es war ertragbar, meine Unkonzentriertheit. Ich muss es, oder ich sehe es ja erst beim Schnitt. Ich glaube, eine zweite wird heute nichts. Ich hätte tierisch Lust, Potioncraft zu spielen und aufzunehmen. Aber ich habe es ja gerade selbst gemerkt. Die Motivation, einfach Tränke zu erforschen, das ist gerade nicht gegeben. Aber ja, mal gucken. Tschüss!